Ich grüße euch zurück zu Let's Play von Europa Barbarorum 2. Ja, scheinbar haben wir uns hier ein bisschen retten können. Das letzte Mal haben wir schon ein bisschen Angst bekommen von dieser großen Armee. Ich denke, die wollen einfach hier wieder Antiochia zurückerobern. Ich könnte eigentlich... Ja, aber die Einheiten sind leider nicht so gut. Ich werde die Einheiten von hier rübernehmen, weil dann sind diese zwei Städte dann auch verbunden. Und der Rest weiß ich noch nicht, wo ich ihn hin tun soll. Und da habe ich ja gesagt... wollte ich denn hin tun? Wir könnten einen Wachturm irgendwo hinsetzen und dann wird er wahrscheinlich angegriffen. Ja, ich werde den hier hinsetzen, so. Und der Anführer, ist er nicht der Anführer dorthin? Ja, es ist ein Rätsel. Okay, ich wollte doch mit denen irgendwas machen. Wollte ich mit denen angreifen hier? Scheinbar wollte ich mit denen angreifen, aber wo, von wo Einheiten? Gehe ich mal mit denen rein hier und hier. Ja, das ist jetzt schlecht. Das ist schlecht, dann gehen wir nicht hier. Dann gehe ich mal hier rein und schau mal kurz, was hier so für Einheiten, was für Generäle hier sind. So, ja, hier sind eigentlich recht viele. Da unten ist sogar noch eine. Ah ja, der wollte ich ja nur rausnehmen, damit er nicht stichelt. Ja, dann mache ich das am besten so und... die nach oben. Aber zuerst müsst ihr einstecken können. Dann später. Ja, hier werde ich mal kurz schauen, ob ich irgendwelche... Ja, dann werde ich die nicht brauchen. Du. Nein, du nicht. Die zwei. So. Der Reiter. Und du gehen. Hier weiter. Ich will kurz schauen wegen der Loyalität. Die ist doch recht gut. Und dann greifen wir die an. Also ihr seht jetzt da ich mehr Einheiten habe hier, ist der Gehweg nicht mehr so groß nächste Runde und so. Also je mehr Einheiten wir eigentlich in einem Trupp haben, desto weniger gut können wir laufen. So, je mehr Probleme haben wir. Irgendwie finde ich da wirklich gar kein einziges Land. Da ist, das sind alles Rebellen hier. Also, Seleukiden und Rebellen. Okay, du musst, noch irgendwo hingehen, wo einer ist. Was sind das für Ge? Takashilas. Ich muss kurz schauen, was Takashila ist. Na? Die da. Das sind die Inder. Oh, schön. Lustknabe. Superior Assassin. Assassin. Okay.
Ja. Nicht schlecht. Lustknabe. Prima. Und hier. Oh, bringt's eigentlich nicht. Ich bräuchte eine andere Zivilisation. Ein anderes Reich. Hm. Da habe ich ja noch einen Spion irgendwo. Wo habe ich den hingetan? Der heißt, glaube ich, hier rechts, genau. Ja, den habe ich schon verwendet. Und ja, mir fällt gerade auf, es läuft extrem flüssig wieder. Es ist einfach, von Tag zu Tag ist einfach Fraps extrem langsam. Das ist natürlich nicht so gut. Der will wahrscheinlich, der hat sogar eine Hexe. Aber was ich mich frage, was machen Hexen mit Kindern gemeinsam? Wollen da mehr Kinder geboren werden, weil die Hexen, ja, die mögen doch Hexen nicht. Oh Gott. Und das hier. Okay, auch Nachwuchs, alle Nachwuchs. Alle müssen irgendwie gebären. Ich schau mal kurz. Ja, es sind recht viele geboren in den letzten Runden. Und auch nicht mehr so gestorben, also... Die leben noch, die sind noch recht jung. Jo. Okay. Ja. Unser Reich wächst und blüht. Und steigt auch. Also das ist ja meistens wegen dem Militär, wo ich runtergemacht habe, ist es runtergegangen am Anfang. Jetzt geht es immer höher. Ja, nur ein bisschen ist es hier wieder ein bisschen runtergegangen. Aber seit Antiochia ist es wieder größer geworden. Das ist gut. Was ich noch schauen wollte, ist hier alle Seiten. Oh, Rom wird stärker. Oh je. Seleukiden werden natürlich durch mich kleiner. Nicht nur durch mich, wahrscheinlich auch durch die anderen, wo sie im Krieg sind. Mal kurz schauen. Ja. Eigentlich nur noch wir. Das ist schlecht. Ich muss unbedingt einen Diplomat. Haben wir nicht einen in Ausbildung? Ich brauche einen Diplomat und zwar eigentlich da drüben. Ich werde dann den dann trainieren und einsetzen gegen das Reich von Seleukia. Ja, ich muss es hier machen. Diplomat, so. Und das ist ja der Attentäter, ja genau. Also, die kommen weiter. Die bleiben ja hier. Okay, dann mache ich nächste Runde. Ja, die gehen wieder zurück. Ja, wenn du so frei laufen willst, dann trainiere ich, also, trainiere ich einfach meinen Attentäter und werde ihn dann auf euren Kopf setzen. Oh, Antioch ist momentan im Minus. Bei der Bevölkerung. So. Haben wir hier irgendwo Schiffe? Nein. Also gegnerische Schiffe sind nicht da. So. Dann schauen wir kurz mal hier. Hier ist einer, der ist scheinbar nicht unzufrieden. Okay, ich verstehe nur Bahnhof. Hm. Influenz, okay. Also, wie soll ich das machen? Der eine, der, ja, ich werde die hier ausladen. Oh, die können nicht in die Stadt. Die einnehmen. Es ist riskant. Es ist sehr riskant.
Sorry, dass ich mich so absichere, aber ja, mich so in Verlegenheit zu bringen ist zu schwer. Scheinbar ist niemand hier. Okay. So, schnell angreifen. So, der Rundenbericht. Ja, Geld geht wieder runter. Ich muss unbedingt dann ein paar Militäreinheiten wieder runter drehen oder bessere finanzielle Gebäude bauen und wieder ein neues Familienmitglied und Volljährigkeit. Okay, Mentor habe ich noch. Dieser Herr hier hat... Ja. Okay. Halikarnassus hat den Tempel fertig. Militärische Außenposten. Ich möchte lieber ein Large Port Town, das wäre doch irgendwas. So teuer, es ist so teuer, ich verstehe es nicht. Also dann werde ich hier. Das war's, oder? Es ist zu teuer. Nein, ich werde hier nichts machen. Aber ein Markt ist hier in Side fertig. Und in Side werde ich... Ja. Das sind alles so teure Gebäude. Ja, Tempel für die Zufriedenheit. So. Also. Ihr da... Geht wieder zurück. Ihr müsst nämlich dann die Dinge reinladen. Den Diplomaten. Und einen Attentäter. Jetzt werde ich nämlich den Attentäter einfach mal hier runter schicken. Eventuell sind hier irgendwo Einheiten. 5%. Wirklich. Prima. Das lohnt sich ja. Ja, da weiß ich leider nichts. Das bringt's nicht. Ich gehe rüber. Ja. Da können wir auch kurz schauen. Da sieht man leider auch nichts. Also hier hin tun. Hier sieht man wirklich nur die Städte. Also da kann alles passieren. So, wir haben 3900 Geld. Hippies. Die Hippies sind hier. Hippie, hippie, yay, yay, Schweinebacke. Spion. Meisterschütze. Ah, das ist der mit dem Kommando. Da drüben muss doch noch einer sein. Also wahrscheinlich werde ich mit dem Schiff dann auch ein bisschen erkunden. Ja, hier ist eben... Ist noch nicht fertig. Salamis hat ja ein neues Gebäude in Auftrag. Gut. Die haben auch einen Auftrag. Und hier auch. Okay. Dann hier hoch. An der Grenze entlang. Mal schauen, was hier so ist. Werde ich dem Ding helfen, dem Attentäter da oben. Und ja, den Ding braucht ja, Diplomat braucht hier noch. So. Gehen wir hier rüber noch ein bisschen schneller. So. Also, der hier geht mal hier hin und schaut sich um. Das sind die Blauen. Wenn die Blauen jetzt Pontus sind. Fragt sich, wo kann man hier Handelsrechte? Das ist Bactrien, aha. Wir akzeptieren. Seit 12 Runden neutral. Verhalten akzeptiert.
Bildnis. Fordernd. Nein, werde ich nicht. Da muss er noch besser sein. Ja. Ihn werde ich wahrscheinlich unten durch. Da ein Attentäter hier auch nichts machen kann, werde ich den hier hochsetzen und dann an der am Kaspischen Meer vorbei. So. Also. Hier hat es Frösche gehabt, habt ihr es gehört? Also es ist sehr leise leider gewesen. So, ich denke, ich habe alles. Klopfen hört sich nicht so gut an. Das ist wahrscheinlich ein Attentäter gewesen. Okay, da unten, da oben ist eine der Violetten gewesen. Ist etwas passiert? Wow. Jetzt ist es gut. Plus 2266 Goldmünzen. Ja, ich will das nicht immer hören. Zeigen. Es bringt mir überhaupt nichts. Bau abgeschlossen. Epeus. Aha. Das war diese... Regierungsteile. Ja, dann werde ich wahrscheinlich Bevölkerungswachstum machen, oder? Ich denke schon. Also eben, wie gesagt, ich werde jetzt nicht natürlich sofort alles militantisch machen und dann kein Geld haben und so weiter. Ich werde jetzt zuerst... Das könnte schwer sein. Wenn die irgendwie da hinkommen. Okay, jetzt hat es gesehen. 26:30. Ja, dann werde ich hier nach oben gehen. Und die wollte ich mal hier hin tun. Ist es hier besser? Nämlich hier runter gehen. So. Aha, die wollen wieder einnehmen. Ab 12 Uhr werde ich so ein bisschen schwächen für euch. Ja, also der Diplomat kommt jetzt. Schiff. Und das Schiff geht jetzt hierhin mal. Ich möchte nämlich mit denen handeln treiben, mit den Griechen. Das werde ich jetzt noch nicht machen. Boah, sind die weit weg. Der Spion muss ja nach oben. Tut den mal hier hin. Da ist gar nichts. Da drüben sind sie, okay. Ein Spion. Die sehen cool aus. Okay, noch nicht so cool. So. Okay, immerhin ein Dorf, ein Land gefunden. Und jetzt müssen wir genau den hier. Ich wollte kurz schauen eigentlich, was da unten war. Ja, wir haben Zeit mit dem. Plava, okay. Oh ja, oh ja, oh ja. Hm.
ist immer das gleiche Video. Oh, du bist sowas von den... Oh Gott, was ist denn los? Ah, heftig. Ah, also der Mod ist schon manchmal gemein. So heftig. Nee, das waren 78, glaube ich, oder so. 78% Erfolg. Und dann vergisst, also schafft es nicht. Oh Gott. Also, wirklich, Attentäter, die müssen immer. Das klappt. Jetzt klappt es ja. Also, das ist der richtige. Das ist der richtige Versuch. So, und jetzt hier ist das Land von dem. Okay. Die Kaspen. Kasparten. Ja. Was ist das? Okay, wir haben ja gesagt, bauen wir nichts, okay. Dann machen wir das. Und hier könnten wir eigentlich... ja, angreifen. So, die Schlacht zu Tarsos. Wir wollen Tarsos haben. 63 Männer. Wir werden wahrscheinlich wieder gleich viel sterben bei uns wie beim Gegner oder sogar bei uns mehr. Ich hoffe nicht, aber eben, es ist halt, ja, wie soll ich sagen, die Schlachten sind halt viel anspruchsvoller als in Medieval 2 Total War. Oh. Okay, ist es auch recht flüssig. 60 FPS, nicht schlecht. Die Soldaten werden wahrscheinlich hier sein. Dann werde ich das so machen. Und zwar die hier. Die davor. Bisschen hinten, ja so. Die hier. Die dahinter. Die hier. So. Ja. Hoplitten, geht mal nach vorne, ihr Hoplitten. Hui, schönes Gebiet. Hohe Berge. Ja, so detailliert ist ein Baum. Wahnsinn, hä? Die Schlacht vergessen wir. Schauen uns lieber Bäume an. Und dieses weiße Wasser dort hinten. Das ist mal realistisches Wasser, oder? Weiß. In dem sie gar keine Textur haben. Oh Gott. Okay, sie sind so in der Mitte, also. Plakiten, ihr greift von da an. Ich kenne keinen. Also, ich kenne kein anderes besseres Mittel, als die frontal anzugreifen. Es gibt keines, sie sind so in Unterzahl. Okay, die greifen gar nicht an, die Türme, scheinbar. Okay, auch gut. Ja. Boah, ist laut. So, bei mir ist laut, bei YouTube ist es wahrscheinlich nicht so laut sein. Also. Hoplite. Ich werde die angreifen. Die angreifen.
Oder sind das... Sind das Einheiten? Doch, das sind Einheiten sperren, aber nicht so lange. Dann werde ich die zum Beispiel hier benutzen. So. Und die auch. Gut. Und die Bogenschützen gehen nach oben. Ein bisschen schneller, bitte. Dann schlafe ich ein. Ja, wir haben so extrem gekämpft, dass wir endlich das Tor eingebrochen haben. Das war so ein schwerer Krieg. Ich kann es nicht fassen. So, also hier kommen die Riesenschwer. Ich glaube, bei Rom 1 waren sie sogar noch länger. Da gab es Truppen, die hatten so lange Speere. Die hatten wahrscheinlich die Spitze vorne gar nicht mehr gesehen. So lang waren die. Balangiten! Balangiten! Du Hoplite. Ihr müsst nach oben. Geht nach oben. Aha, die haben wahrscheinlich sind die im Stau gewesen. Einfach weil ich das kann, mache ich die Truppen nachher hier rein, die Anführer und die Pferdchen. So. Attacke! Ja, ja, und ab. Okay, der Dorfplatz ist aber jetzt unser. Und die abhauen? Ja. Die können nichts anderes. Die können nichts anderes. Die müssen hier bleiben. So, jetzt mal Spießchen. Oh. Ein einziger wird angegriffen. Zwei. Ja, die haben viel Leben, deshalb sterben sie auch nicht. Die haben einfach extrem viel Leben, wenn sie Anführer sind. Wahnsinn. Ein Toter von uns. Okay. Dann macht das am besten so. Wahnsinn, wie viel Leben die haben. Die sind einfach so extrem OP. Jetzt ist einer tot. Endlich einer von den Gegnern tot. Da ist auch einer tot. Ja, ihr seht, wie die Speere schlecht sind, gemacht wurden in diesem Mod. Okay, jetzt haben wir wieder. Gut, jetzt sterben sie auch. Aber wo sind jetzt die Pfeile? Eigentlich schießen die ja schon lange, oder? Wo sind die Speere? Und das ist es auf Deutsch gewesen. Laggy, laggy, wreck, wreck. Die machen so diesen Lag-Tanz von Minecraft. So. Und jetzt sterben alle nacheinander. Also ich werde mit denen jetzt zurück. Die haben keine Chance mehr. Ja, jetzt. Oh, jetzt. Oh. Das mache ich noch mit denen. Greife ich noch mit denen an. So. Mit denen greife ich auch noch an. Weil es so spannend war mit dem Pferdchen. Ich kann sie sogar nicht mehr auswählen, weil sie zu aufgesplittet sind. Ja, jetzt ist tot. Jetzt sind sie alle tot. Komm schon. Oh Gott. Bonanza. Bonanza. Noch eine. Spieße. Alangide. Andres. Holomionde. Okay, noch eine Minute. Oder tot. Jetzt ist er tot. Okay, jetzt neu stehen. Drei. Drei. Sind die schwach.
Das war ein spannender Kampf, also richtig, beide Armeen sind eigentlich gleich gut gewesen und dann, ja, knapper Sieg für mich. Und tschüss. Neue Stadt für uns, Thasos. Wow. Aber ich will nicht so viele Einheiten massakrieren. Ach, Menno, ich brauche eigentlich kein Geld jetzt gerade. Also so wenig Geld brauche ich eigentlich nicht. Dann besetzen. Ich kann das nicht machen. Ich möchte gerne das mal machen. Nein, das werde ich dann machen, wenn ich recht gut bin im Diplomat, also im, ja, wie sagt man halt. Ja. Genau, das wollte ich, dass es nicht mehr rot ist, sonst gibt es dann wieder Rebellion. Und die haben mich ja bewegt. So, also jetzt ist der Part lange, wahrscheinlich einer der längsten Parts. Ich werde jetzt Pause machen und dann nehme ich natürlich wieder eine Folge auf. Bis dann, tschüss.